Was hier nach einem herkömmlichen LKW-Aufliegergespann aussieht, entpuppt sich spätestens, nachdem ein Schlauch an die Mulde angeschlossen wird, als Kombiliner. Andreas Exeller entwickelte das neue Prinzip, bei dem in der Mulde ein Schlauch aus einem Textilgewebe für den Transport von flüssigen Medien eingebaut wird. Dieser Schlauch wird von der hydraulischen Drehkolbenpumpe unter der Mulde mit Gülle gefüllt. Der steigende Flüssigkeitsdruck wickelt das Textilgewebe automatisch von der Haspel ab, die in zwei C-Profilen an der Bordwand der Kämpfmulde befestigt ist. So passen 28 Kubikmeter Gülle in den Kipper. Und wie fährt es sich mit einem solchen Schlauch Gülle an Bord? Das hat der TÜV Süd in eigenen Fahrtests mit vollem Güllesack auf einer Testbahn samt Stützrädern analysiert. Selbst unter diesen Extremsituationen ist die Ladung in der Mulde von Kempf sicher. Auch bei einer Vollbremsung. Vorwärts wie rückwärts. Entleert wird der Schlauch in umgekehrter Reihenfolge. Die Drehkolbenpumpe saugt die Gülle ab, die hydraulisch angetriebene Haspel wickelt den Schlauch parallel auf. Der Gülleschlauch wird vorne in der Mulde sauber untergebracht. Eine zweite Stirnwand trennt den jetzt noch 45 Kubikmeter großen Laderaum für feste Güter ab. Die Kippmulde soll samt Schlauch und Gülletechnik etwa 90.000 Euro ohne Mehrwertsteuer kosten.